Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute nehme ich euch wieder mit im Tag. Und heute muss ich zum Zahnarzt. Ihr seht wahrscheinlich nichts vom Zahnarzt, weil ich dort ja schlecht filmen kann. Aber es wird nicht schön. Weil ich habe vor drei oder vor zwei Wochen schon müssen zwei Löcher bohren. Jetzt muss ich nochmal eins bohren. Wird sicher lustig. Ja. Sehen wir uns zusammen. Jetzt bist du gerade auf dem Weg zu einem Kollegen. Und mit dem Kollegen gehe ich dann in die Schule. Und da ist gerade so eine Passage, wo ich nicht mit dem Velo da fahren kann. Also können schon, aber ich habe keine Lust, es da wie tot zu trampeln. Und mit dem laufe ich jetzt einfach mal auf. Und dann sehen wir uns vielleicht schon wieder auf dem Weg. Vor der Schule mit dem Tag. Und ich nenne meinen Kollegen. Bist du mein Kollege? Eva. Ja. Wir sehen uns wieder auf dem Weg zum Zahnarzt wieder. Ich freue mich. Yay! Ich bin jetzt hier für die Schule wieder daheim. Normalerweise hätten wir jetzt Sport. Also es ist Pause, dann hätten wir Sport. Aber ich habe jetzt den Zahnarzttermin gleich. Jetzt essen wir etwas und bin jetzt putzen. Dann geht es schon los zum Zahnarzt. Wir sind jetzt hier vor der Zahnarztpraxis. Ich gehe mal rein. Und dann was wir hier Zähne machen. Zähne putzt auch nicht. Ich mache es gerade lecker. Dann sehen wir wieder, wie wir das ist jetzt vorbei. Ich habe mit dem Zahnarzt Termin gehabt. Wir müssen eine Spritze haben und das Loch bohren. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns die Heim wieder. Moin! Wir sind noch wieder mit ihr gewesen. Und mit. Jetzt mit Ramon. Sie ist jetzt endlich akzeptiert und auch schon selber so genannt. Gell, er heißt Ramon? Ja. Richtig. Und hier mit der Adelheid mal wieder. Wo immer noch ein bisschen langsamer fährt als der Ramon. Was ich immer noch schade finde. Ein bisschen so 20 km/h gefühlt. Oder nein, nicht gefühlt, es sind 20 km/h. So traurig. Nein, traurig. Ich muss immer warten. Ja, wieso muss ich immer warten? Das ist so traurig für mich. Und jetzt. Was machen wir jetzt da? Wir machen jetzt Fotos und dann. Was machen wir denn? Dann weiterfahren. Und wo fahren wir denn nachher hin? Ich bin ein bisschen zu schwer. Wow. Fahren wir einfach mal. Ich sehe hier keine Aufnahme von der Fahrt, weil ich das nicht mehr darf. Warum? Wegen meiner Mama. Die hätte das nicht gern. Also dann, bis gleich. Jetzt bin ich hier bei der Herrin vom Ramon da. Hier heute. Und jetzt. Jetzt müssen wir aufs WC. Jetzt gehen wir dann nachher auf Weihnachtstopel. Ich bin super gut in Geografie, wegen dem weiß ich auch, wo das ist. Wegen dem fahrt sie wahrscheinlich voraus, mit einem viel schnellen Töffli. Weil das die Tür so schnell ist. Ja, Adelheid. Ja, dann sehen wir uns zu Weihnachten. Also, wir sind jetzt doch nicht auf Weihnachten gegangen, sondern in die Party. Und dort haben wir noch ein paar Kollegen von mir gefunden. Die waren nicht zu blöd, um einfach ein paar Aufnahmen zu machen. Wieso immer? Wahrscheinlich vergessen. Und ich spüre mein Maul mittlerweile wieder. Und meine Zähne auch. Einen Link kann ich aber immer noch nicht wissen. Obwohl ich das schon die Woche gespart habe. Egal. Also da wäre es wahrscheinlich jetzt mit dem Video. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten wieder. Ciao! Nur mal Spaß, viel wäre es uns. Eigentlich nicht einmal zu kurz. Egal, aber es ist jetzt der 2. Tag vergangen, glaube ich. Und wir haben ja vorletztes Video bei einem Wettbewerb mitgemacht, wo wir einen Sony ZV-1 gewinnen. Es hat 3 Gewinner gegeben. Und so wie ich mein Glück kenne, habe ich natürlich nicht gewonnen, sondern nicht gewonnen.
Also werde ich jetzt wieder nur mit dem Handy filmen. Weil meine GoPro einfach zu scheiße ist. Aber süß. Werde ich mir wahrscheinlich an meinem Geburtstag eine Kamera wünschen. Und das werde ich wahrscheinlich bald. Weil es ist jetzt der Juni. Und kommt noch der Juli, dann der August. Und im August habe ich Geburtstag. Das heisst nicht mehr lang. Und vielleicht gibt es eine Kamera, das ist noch nicht sicher. Und das wär's gewesen. Mit Zwirkli. Und dann würde ich sagen, ciao.